Dank und Ihnen allen herzliches Willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Danke fürs Interesse. Wir haben uns heute auch wieder natürlich im Schwerpunkt mit Corona beschäftigt, auch noch mit ein paar anderen Themen, die auch im Bulletin genannt sind, aber im Schwerpunkt über Corona. Wir haben heute keine Beschlüsse gefasst, keine weiteren Öffnungsschritte oder Ähnliches, sondern uns einfach über den aktuellen Sachstand, über die aktuelle Lage und über die weitere Vorgehensweise intensiv beraten. Es geht nämlich derzeit darum, wie es der Ministerpräsident ja auch schon mehrfach ausgeführt hat, die richtige Balance zu halten, denn wir sind in der kritischen Phase der Pandemie. Wir dürfen jetzt nicht die erreichten Fortschritte riskieren, nicht aus einem falschen Überschwang heraus den zweiten Schritt vor dem ersten tun und dabei über die eigenen Füße stolpern, sondern wir müssen ganz nüchtern zum einen Ruhe und Nerven bewahren, zum anderen die Lage richtig analysieren, das ist der ganz zentrale Punkt, und dann weiterhin auch die richtigen Entscheidungen treffen. Zur Lageanalyse gehört natürlich die Entwicklung der Zahlen, insbesondere der Infektionszahlen, der Inzidenz und aller sich daraus ableitender Größenordnungen und Parameter. Die Entwicklung heute sieht ja, wie Sie wahrscheinlich auch schon wissen, wie folgt aus, nämlich dass wir in Bayern 776 Neuinfektionen haben. In der Vorwoche waren es am Dienstag 442. Das heißt, es ist schon keine Seitwärtsbewegung, wenn man jetzt die beiden Dienstage vergleicht, sondern das ist schon ein gewisser Anstieg. Wenn man jetzt die Summe der Wochen bildet, letzte Woche, vorletzte Woche, da war im Gegensatz zur vorvorletzten Woche eben kein Rückgang in der Summe, sondern auch wieder jeweils ein gewisser Anstieg. Nicht ein dramatischer Anstieg, aber doch ein Anstieg und nicht die Entwicklung, wie wir sie vorher hatten, nämlich dass es auch, was die Inzidenzzahlen betrifft, Stück für Stück nach unten geht. In der Folge haben wir heute in Bayern auch den Inzidenzwert, also auf 100.000 gerechnet, die Summe von 7 Tagen an Infektionen von 74,2, was, wenn man es vergleicht, wir waren also schon weiter unten, auch wieder eine Aufwärtsbewegung ist. Wir haben in Deutschland 4.252, ist auch mehr als letzte Woche an Neuinfektionen, da waren es 3.943. Inzidenz deutschlandweit 67,5. Was jetzt in den letzten Tagen tatsächlich immer sinkend ist, Gott sei Dank, ist die schlimmste aller Zahlen, nämlich die Todeszahl. Wir hatten 38 Menschen in Bayern, die gemeldet wurden heute als verstorben von einem Tag zum nächsten und deutschlandweit 255. Das heißt, wir haben also insgesamt eine deutliche Seitwärtsbewegung, wenn man es nicht sogar von einem leichten Anstieg sprechen kann. Wir haben insbesondere deutlich erhöhte Inzidenzwerte in den ostbayerischen Landkreisen und Stadtkreisen. Das kann man optisch ja schon sehr deutlich an der Landkarte sehen. Das Dunkelrot einfach im Grenzbereich Richtung Tschechien und Richtung Österreich. Wenn man die Werte in den tschechischen Regionen jenseits der Grenze sieht, mit teilweise, also deutlich, mit überall eigentlich deutlich über 1.000, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie da die Dynamik stattfindet, insbesondere wenn man auch weiß, dass dort dann die britische Variante deutlich höher ist, die ja wiederum höher ansteckend ist. Daraus ergibt sich, dass wir, das gehört auch zur Lagebeurteilung, eine deutliche Spreizung feststellen an den Inzidenzwerten in Bayern. Wir haben zum Beispiel einen Inzidenzwert von 18,1 in Eichstätt als dem niedrigsten und in der Stadt Hof von 338,2 als dem höchsten. Daraus sieht man also die deutliche Spreizung, was natürlich für die Gesamtstrategie auch eine Herausforderung darstellt, die wir ja auch abgebildet haben mit unserer Matrix, die wir letzte Woche nach der MPK auch für Bayern beschlossen haben. Besonders erfreulich, und das wird auch nachher dann der Gesundheitsminister darstellen, ist, um mal auch was Erfreuliches zu erwähnen, die Entwicklung in den Alten- und Pflegeheimen. Denn dort ist die Inzidenz bei den über 80-Jährigen mittlerweile bei deutlich unter dem landesweiten Inzidenzwert, nämlich bei 52,3. Das ist sehr erfreulich und zeigt, dass es schon gelingt, mit der bisherigen Strategie die Seniorenheime zu schützen. Und das sind ja die Orte, wo die vulnerablen Gruppen besonders
in großer Zahl sind. Und das ist wirklich eine positive Nachricht. Das, was uns alles, und darum geht es immer um die Frage Balance halten, was uns jetzt derzeit mit großer Sorge und Unsicherheit erfüllt, sind die Variants of Concern, also diese besorgniserregenden Varianten des Virus, die nämlich dazu führen, dass vor allem dann, wenn das eintritt, was das RKI berechnet, nämlich dass wirklich bald im Grunde deutschlandweit die Variante mit über 50% bei allen positiven Fällen zu Buche schlägt, einfach aufgrund der höheren Infektiosität der britischen Variante die Infektionsdynamik sich wieder beschleunigt. Das heißt, die Gefahr der exponentiellen Entwicklung schneller wieder vor der Tür steht. Das ist alles nicht total überraschend, denn es ist eigentlich evolutionsbiologisch klar, dass sich sozusagen die überlebensfähigere Variante durchsetzt. Die andere ist erfolgreich bekämpft worden, aber die andere bleibt, die neuere Variante, die sich schneller verbreitet, die widerstandsfähiger ist, die bleibt übrig. Und das ist die große Herausforderung, für die vor deren Hintergrund man die gesamte Strategie immer betrachten muss. Das heißt, in der Summe sieht die Lage wie folgt aus. Wir haben nach wie vor ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen durch die Varianten und durch die Grenzsituation. Wir waren aber auch erfolgreich, was die über 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger betrifft. Und um diese Lage auch noch einmal gut beurteilen zu können, hatten wir heute im Kabinett drei Experten, nämlich aus dem Bereich der Intensivmedizin. Das waren heute mal keine Virologen oder Epidemiologen, sondern Intensivmediziner, um auch den Aspekt der Belegung der intensivmedizinischen Plätze in den Kliniken, Unikliniken, aber auch in den Kreiskrankenhäusern in den Fokus zu nehmen. Das waren der Professor Wendner vom Schwabinger Klinikum, den Sie alle kennen. Das war der Dr. Thomas Weiler vom Geschäftsführer des Klinikums in Starnberg und ärztliche Leiter der Krankenhauskoordinierung in der Region Fürstenfeldbruck und der Professor Oliver Kölbel, der ärztliche Direktor des Uniklinikums in Regensburg, der auch der stellvertretende Vorsitzende der Universitätsmedizin in Bayern insgesamt ist. Und dort haben wir natürlich die Frage, wie ist die Bettenentwicklung im intensivmedizinischen Bereich. Die Zahlen kennen Sie auch, Gott sei Dank momentan rückläufig. Allerdings auch jetzt nicht mehr auf dem Abwärtsweg wie die letzten Wochen, sondern eher stagnierend. Die haben uns aber sehr deutlich gemacht, dass wenn Sie die problematischen Varianten haben, die besorgniserregenden Varianten haben mit einem höheren R-Wert, das heißt die Infektionsdynamik wieder steigt, es relativ schnell sein kann, dass deutlich mehr Menschen wieder infiziert sind, und zwar auch in der jüngeren Alterskohorte, die dann möglicherweise nicht versterben, aber wo die Verweildauern deutlich länger sein werden in den Kliniken. Weil jemand, der jünger ist, einfach, wenn er so schwer erkrankt, eine deutlich längere Verweildauer hat. Das war eine wichtige Information für uns, dass gerade die Menschen, wo man immer sich vorstellt, dass die dann in die intensivmedizinische Betreuung und Beatmung kommen, eigentlich dort gar nicht hingekommen sind, sondern vorher schon verstorben sind oder in der Palliativabteilung verstorben sind, weil sie zum Beispiel eine Patientenverfügung hatten, genau mit dem Hinweis, sie wollen eben die Intensivbetreuung gar nicht. Aber das ist natürlich bei Menschen unter 60, im Bereich 50 bis 60 völlig anders. Dort wird natürlich versucht, dann auch über Intensivmedizin das Leben zu retten, und deshalb wird die Verweildauer im Krankenhaus länger sein und dann wird dort wieder die Überlastung drohen. Das heißt, die Gefahr ist also nicht gebannt, dass wir, wenn wir in eine dritte Welle laufen, die außer Rand und Band gerät, wieder mit einer Überlastung der Kliniken rechnen müssen. Und deshalb ist es unterm Strich für uns die Bestätigung, dass wir den Kurs der Vorsicht, den Kurs der Umsicht weiter fahren müssen und diese Aspekte, die wir heute erörtert haben, bei allen weiteren Beschlüssen in der Zukunft berücksichtigen müssen. Die Details dazu wird dann sicher der Gesundheitsminister später noch ausführen, was die beiden Säulen des Testen und des Impfen betrifft. Aber für uns war heute der Aspekt der intensivmedizinischen Abteilungen, den unterschiedlichen Kliniken, äußerst wichtig für die Beurteilung der gesamten Lage. Vielen Dank.